Ja, einen herzerfrischenden guten Tag und herzlich willkommen zum 28. Part bei Far Cry New Dawn. Mit mir, dem verspackten Fleutschenkopfkegel und meiner sexy Kollegin und Kollegen, Hallo. dem sexy anhörenden Abi Schlavi. Du bist doof. Du bist echt doof. Ah ne, warte mal, wir können ja eigentlich auch eine Schnellreise machen, oder? Also hier hinten hin. Hier Könnten zum. wir? Wir haben uns nämlich jetzt in der, also wo wir jetzt gerade nochmal kurz geredet haben, wir werden mal eine Schnellreise hier rüber machen zum Heiligen Holz. Hieß es doch, oder? Gut. Und werden hier erstmal so, uns ein bisschen weiter nach, ja, nach Osten rüber arbeiten. Ich musste gerade nur an die Gruppe Hämatom nicht erinnern. Da weiß ich jetzt noch, in welche Richtung, welche Windrichtung ist. Also, egal. Ich habe nichts gesagt. Ist alles gut. So. Und ist einmal meine Markierung hier. Meine Markierung weg. Dankeschön. So, und ja, machen wir jetzt mit dem Auto, ne? Ach, Ja, am besten. soll ich fahren oder willst du? Fahr du. Okay. Ich weiß noch nicht, ob es so eine gute Idee ist, aber fahr mal. Du weißt genau, dass das eine sehr, sehr schlechte Idee ist. Habe ich meine Lebensversicherung schon abgeschlossen? Mach's lieber jetzt, wir sind jetzt gerade noch unterwegs. Ach, guck mal, können wir hier vorne uns gleich mal. Ach! Der ist tot. Oh, warte mal. Oh! Voll über den Kopf rüber geflogen! Das war gut. Wo ist die Leiche jetzt hin? Die Dingsleiche, die liegt hier vorne. Hier liegt auch noch ein Zivilist, den du mitgesprengt hast. Hier liegt Oh, ein geil. Teil des Helmes von dem Weib, was du gesprengt hast. Also der Typ sie mit dem Rucksack, der liegt da vorne. Noch ein Stückchen. Hier kommt gleich noch eine Vorratslieferung runter, auf die Oh, warten wir ne, die gerade. würde ich auch gleich noch mit. Hier, geh mal da vorne zum rechten Baum hin. Der liegt davor. Bei mir nicht. Ist ja egal. Ich hatte ihn, glaube ich, schon gelootet. Yeah, die LM. Huch! Was bist du denn? Greift mich hier einfach ein Bär an. Ich glaube, es hackt. Also, so weit geht die Freundschaft nicht. Oh. Der wollte doch bestimmt nur knuddeln. Ja, der wollte mich auffressen. Der wollte mich nicht knuddeln, mehr nicht. Knuddeln sieht bei mir anders aus. Du hast ihn ja nicht machen lassen. Ja. Ja, warum auch? Das geht doch nicht. So, jetzt muss ich noch die Raketen-Dings-Munition-Dings zusammenkriegen. Munition-Dings, jawohl, das passt auch wieder perfekt. Hallo, bitte auf diese Waffe wechseln. Dankeschön. Oh, komm, die nehmen wir auch gleich mit, was soll's. War noch nicht alles? Hä? Was ist los? Ich dachte jetzt gerade, ich hätte die Errungenschaft hier für, die Errungenschaft. Die Herausforderung für die Dings hier schon abgeschlossen. Mit dem Raketenwerfer. Okay. Aber dann fehlt mir wohl noch einer. Ui, Schild lernt fliegen. So, warte, ich guck noch mal eben nach. Ja, einer fehlt mir noch. Scheiße. Hast doch bestimmt eine Rakete. Ey, da ist was zum Töten.
Ja, ich bin gerade schon auf dem Weg. Ein mutiertes Wildschwein. Die Sonne läuft nicht, verdammt. Ernsthaft? Scheiß Drecksviech. Wir sind doch ja schon am Ziel vorbei. Viel Frost-Saison. Herausforderung abgeschlossen, bei mir auch. Raketenwerfer. Jo. Moment. Ja. Oder? Doch, Raketenwerfer-Experte. Ich wollte gerade sagen. Und ich habe gerade mein Sägeblatt-Experte abgeschlossen, weil hier hinter noch ein Quad mit zwei Leuten war. Egal. Huch. Wir wollen ein Auto haben, Zivilist. Danke. Ja, gut. Was? Wollen wir die Karibus da vorne auch noch? Oder was das auch mal für Viecher sind? Gerne. Ich habe gerade eben noch einen Zivilisten befreit. Nachdem ich einen umgebracht habe. Soll ich Raketenwerfer reinhauen? Das macht die Haute von denen kaputt. Ach so. Oh. Drei von vier getötet. Ich glaube, die waren auch noch auf unserer Liste. Oder? Oh, schade. Fuck. Ich dachte gerade, ich könnte den hinteren noch snipen, halt. Aber eine Kugel in den Arsch hat nicht gereicht. Ach nee, scheiße, die Vipitis waren das. Nicht die Karibus. Ach, ist ja egal. Naja, mir fehlt jetzt noch ein Puma, ein Elch, zwei Vipitis, zwei wilde Bullen, zwei Bisons, eine Ente, drei Hirsche und drei Pronghorns. Und Rutan und Adler, das ist aber... Naja. Was ist das denn jetzt für ein Vieh? Das müsste nochmal ein Vielfraß sein. Scheiße. Naja, egal. Naja, wir auf dem Weg. Ist ja der Fahrer. I'm the driver of the day? Yes. That's very nice. Heute bin ich nur Beifahrer. Heute darfst du die ganze Zeit fahren. Oh Gott. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Die komplette Aufnahmesession. Ach du Scheiße. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, 6 bis 8 Stunden aufzunehmen. Okay, dann wären das jetzt 6 bis 8 Stunden Fahrzeit für dich. Oh Gott. Ja, beziehungsweise wir müssen auch gucken, wie es hier mit der Festplatte, ne? Also das ist ja auch sehr wichtig. Ich fahre mal hinterher, ne? Okay. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wir müssen ja unsere Vorräte wieder auffüllen. Ich hab den Platten geschossen, glaube ich. Deshalb musst du da anhalten. Ja, zwei Platten sogar. Perfekt. Oh, ich repariere erstmal. Ach jetzt. Hä? Gut. Irgendwie wollte es gerade nicht. Mutierter Elite-Eber. Setzen nice. Ist bei dir auch so fest, dass die Ladefläche die ganze Zeit noch draußen ist? Bei mir ist die Ladefläche zu. Bei mir ist die noch halb draußen. Nö, also bei mir ist sie zu. Wer weiß, was da schon wieder los ist. Der mutierte Elite-Eber war ja das komische Viech, was von uns weggerannt ist. Verfallene Sau! Okay, da wollte man Elite-Eber abknallen und dann rennt er einfach weg. Keine Zivilisten totfahren, danke sehr. Achso. Entschuldigung. Ich werde einfach weitergefahren. Yeah.
Brennt hier so einer? Alter, schon wieder? Das gibt's doch wohl nicht. Meine Güte, diese Christi-Bären sind aber ganz schön nervig. Ja, der Bär könnte kein auf meine Schuld gewesen sein, weil ich ein Stück Fleisch geworfen habe. Ach so. Boah, passiert. Ist egal. Ich hab deren Auserwählte kämpfen sehen. So. Oh. Alter, ich hab's getroffen! Nein, das war mein Schrotschuss. Das ist jetzt hingefallen. Irgendwo hier runter. Muss man das muss man finden, sonst zählt's nicht. Ah, hier, oder? Hier, ja, hier liegt's. Feder habe ich gekriegt. Ja, da kriegt man auch noch Federn raus aus den Viechern. Ja, aber du hast jetzt die Herausforderung dafür gekriegt, oder wie? Nee, leider auch nicht. Warte mal, da vorne ist das vielleicht ein Adler? nein, das ist auch kein Adler. Oh Mann. Prosperity wäre ohne dich jetzt nur noch... Das gibt's doch wohl nicht. Adler finden wahrscheinlich nur auf dem Berg oben drauf oder so. Naja. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Hier links von uns ist es nichts. Doch. Ey, 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 ey. Na, also Freundchen, so nicht. War ich das gerade? Sieht so aus. Ich hatte nur normalen Sniper-Schuss draufgesetzt auf das Auto. Ich würde mir Gedanken machen. Mach ich auch. Ja, gut. Aber hier kann man sich jetzt nur Waffen kaufen, beziehungsweise eine Waffenwerkbank, oder wie? Ja, so. Das ist eine Werkbank. Okay. Und hier ist aber auch eine Herausforderung, glaube ich. Also Sachen sammeln. Elite-Eber. Denk mal auf die hellgrüne Stelle. Ja, ja, da verliert die ganze Zeit schon drauf zu zielen. Irgendwie klappt das nicht. Wieso greift ihr die ganze Zeit mich an? Ich brenne. Oh yeah. Hier hinten liegt ein Zahnrad und ein Zettel. So. Ja, jetzt wird's bei mir angezeigt. Rachenputzerpass 1 von 4. Verdammte Scheiße, ich bin zurückgekommen, um in alten Zeiten zu schwelgen. Aber in den Räumlichkeiten war ein Skunk. Ein Skunk! Er hat mich mitten ins Gesicht getroffen, aber ich denke, ich konnte ihn einsperren. Hoffentlich verhungert er. Ich habe den verdammten Schlüssel bei dem ganzen Gewirr verloren. Damit ist die Gelegenheit wohl fügt, hier alles durchzusuchen. Zwei Zahnräder da vorne. Ja. Und hier drin liegt noch ein MP3-Player und ein Zahnrad. Das Zahnrad und der... ach ja. Das müssten jetzt alle Zahnräder gewesen sein, oder? Warte, ich gucke noch mal eben. Uno momento. Jupp, ist erledigt. Alles klar. So. Wollen wir jetzt hier unten den Hauptweg weiter? Also hier unten jetzt? Warte mal, wo unten? Ja, am besten, oder? Alles klar.
Da können wir erstmal den Weg aufdecken und du meintest ja auch, dass das hier hinten eventuell was sein könnte. Was war das jetzt gerade für ein komischer Ton? Beifahrer sitzt schon. Sollten wir. Sehr schön. So, ich hatte jetzt die Markierung gesetzt, alles klar. Können wir hier bestimmt runterfahren, oder? Hat ja fast gepasst. Aber noch fast. So, ich wollte das Auto jetzt reparieren, geht nicht mehr. Scheiße. Entschuldigung! Man kann ja auch mal zu Fuß gehen, geht ja auch. Ist das hier der Weg? Ja, das hier ist der Weg. Kann man machen, muss man aber nicht. Warum machen wir es dann? Weil ich da gerade Lust zu hatte. Oh, ah, okay, deshalb hast du auch unser Auto geschrottet. Viel Fraßhaut, na gut. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber scheißegal. Kann man eintauschen. Richtig. Oh, ich habe hier ein bisschen Drogen. Jetzt sind, glaube ich, auch die Karibus gewesen. Oder bin ich da jetzt falsch? Was? War es hier ein Karibu? Ne, Hirschhaut. Das war eine Hirsch. Eine Hirsch. Das war eine Hirschhaut. Wird alles gut. Keine Sorge. Ist das da drüben vielleicht das ehemalige Gefängnis von Hope County? Yep. Ah. That is nice. Oh, da vorne schon wieder so ein Spacken. Aber Stufe 3. Stufe 3? Hier werden wir öfters jetzt Stufe 3 Gegner encountern wahrscheinlich, weil ich hatte gerade immer auch schon Stufe 3, gegen den ich fighten musste. Okay. Takedown und Schluss. Okay. So. Ach komm, wir gehen so weiter. Okay. Schön hier ist es hier, gell? Ja, sieht toll aus. Freue mich sehr. Bleibt so lebendig. Hope Country Jail. Falls du da mal rechts oder links neben dich geschaut hättest, da war ein großes Schild, Hope Country Jail. Oh. Ja, schön. Freue mich ungemein. Oh, hier die da vorne. Kugelfarm. Davon sind Gegners. Hä? Ja klar, ich gebe dem zwei Headshots und der fällt nie um. Sicher. Ich glaube, es hackt. Oh, Level 3 Gegner. Und welcher ist er? Achso, wolltest du den nehmen? Nö, passt schon. Sag ich doch, wir werden hier jetzt öfters Level 3 ist wahrscheinlich encountern. Oder oben ist ein Schnippel. Mehrere sogar. Da war ein Snipper. Ich hab den zweiten gerade mal geholt. Ich war mal so frei. Soll ich hier auf der linken Seite bleiben? Wir sollten erstmal gucken, dass wir hier alles looten. Gehe ich noch auch. Ey, der hier hätte einen Raketenwerfer gehabt, mit dem uns abballert. Ach, wie schön. Gibt es irgendeinen Weg reinzukommen? Nee, so nicht. Wahrscheinlich an der Außenseite rum, oder? Ja, ich laufe gerade links rum. Ah, warte, ich glaube hier vorne. Ich komme rein. Hier an der Seite könnte ich einfach hochklettern.
Doch, perfekt. Jetzt. Hi. Hallo. Action! Partner wurde entdeckt. Ja, von da unten. Da kommt Freude auf. Oh ja, erinnere ich mich gerne an Far Cry 5 zurück, wo wir dieses scheiß Gefängnis verteidigen mussten. Oh Mann. Das war auch lustig. Das war eine scheiß Arbeit. Wo wollen wir lang gehen? Links oder rechts? Erstmal komme ich runter. Und brich mir wieder beide Füße. Ja, ja. So. Ja, komm, gehen wir gleich durch. Ich bleib direkt hinter dir. Mhm. Was weiß ich? Ich weiß gar nichts. Mein Name ist Hase, ich bin unschuldig. So, einmal Zahnräder habe ich schon mal gefunden. Was? Hm. Wollen wir hier unten erstmal die Runde machen? Ah ne, geht gar nicht. Lustig. Das heißt, ich gerade noch so angehört, als wenn hier so saumäßig viele oben auf dem Dach hier drauf sind. Ich habe einen Safe gefunden. Ein Safe? Ein Save? Ist der auch Save genug? Nee. Dann nicht. Sonst hätte ich ihn ja nicht knacken können. Hier ist ja gar keiner mehr. Hä? Man scheint relativ leer zu sein hier. Aber ich sehe noch einen. Ach, siehste. Geil. Da war es wahrscheinlich die Olle, die gelabert hat. Oh, oh. Kann das sein? Bist du runtergefallen? Ja, du bist runtergefallen. Ja, passiert. Scheiße, ich komme auch runter. So, also 6 Zahnräder brauchen wir gesamt. Und das kann ja lustig werden, jetzt hier auf dem Gebiet was zu finden. Ah, hier ist noch einmal. Hier vorne. So, hier war. Hier drin ist auch noch einmal. Ach siehst du, da habe ich jetzt noch gar nicht reingeguckt. Perfekt. So, komm, die Hälfte haben wir. Und die andere Hälfte kommt auch noch. Schau dir mal dieses schöne Zimmer an. Oh geil, würde ich sofort einziehen. Das sieht mir aber nicht gerade wie so das First Class Sternhotel für die Mitarbeiter aus. Muss ja auch nicht. Die Mitarbeiter brauchen nur einen Schlafplatz und nächsten 2 gefunden. Ah, Moment. Mitarbeiter wollen nur einen Schlafplatz. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ey, hallo? So. Oh, hier ist verschlossen. Wie kommst du jetzt hier rein? Toll. Ich freue mich. So, einer fehlt jetzt noch. Einmal Zahnräder brauchen wir bitte noch. Hm.
Irgendwie glaube ich, dass die eventuell da oben sein könnten noch oder so. Ich habe so eine ganz dumme Idee. Wo die eventuell sein könnten. Ich hänge direkt in deinem Arsch. Oh Gott. Scheiße. Fuck. Ab, Sir. Okay. Ja. Yeah. Kugelfarm ist abgeschlossen. Wo man sich hier noch reinschleichen muss, um die ganze Truppe zu befreien. Pass auf. Oh, hinter mir ist ja was. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hinter mir was war. So, dann würde ich mal sagen, weiter geht's, oder? Juhu. Das mache ich nicht. Ach Manu, warum nicht? Warte mal, mit Taste F war der Wingsuit, ne? Ja. Naja, hat ja so ein bisschen geklappt. Nicht so ganz so gut wie bei mir? Nö, ich breche mir noch ein Bein, aber alles gut. Aber hey, ich lebe noch. No. Das ist doch schon mal ein Fortschritt zum letzten Mal. Juhu. Vielleicht kriegt man es ja in diesem Projekt auch irgendwann hin, dass du den Wingsuit beherrschen kannst. Glaubst du selber nicht? Nicht wirklich, nein. Man kann aber auch mal hoffen, oder? Hoffen kann man immer. So, nimm die Kiste auch mal mit. So. Wir sind jetzt hier vorne fertig. Das war der Ort. Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich hier zu Hörg weitergehen, ne? Ja, Hörg!